Moin Leute, heute habe ich eine neue Folge Die schlimmsten Traktorfahrer der Welt für euch. Wenn ihr mir eure Videos senden wollt, könnt ihr das dann jetzt eingeblendet E-Mail-Adresse machen. Legen wir los. Nächstes Mal probiert er es rückwärts. Funktioniert die Lenkung nicht oder was hat er da gemacht? Der sammelt einfach die Schilder auf. Bisschen zu eng gewesen für ihn. Der hat trotzdem durchgezogen. Der fährt doch niemals das erste Mal da durch. Der muss doch wissen, ob es passt oder nicht. Kurz gucken hätte nicht geschadet. Das hat aber richtig gerumst. Wie hat er das geschafft? Das nenne ich mal gute Bremsen. Der hat wirklich gedacht, dass es passt. Man kann es ja mal versuchen. So neugierig wollte der bestimmt nicht sein. Der hat nicht einmal gebremst. Der war auch ganz schnell unterwegs. Wie hättest du in dieser Situation reagiert? Schreibt es in die Kommentare. Der sieht doch, dass der Bus bremst. Warum fährt er einfach weiter? Perfektes Timing. Der geht raus und der Traktor durch die Scheibe.
Freunde, welches Video fandet ihr am krassesten? Schreibt es in die Kommentare. Ich fand die Nummer 2 und die Nummer 7 am krassesten. Bei der Nummer 2 sieht man bei genauerem Hinsehen, dass der Fahrer die ganze Zeit lenkt. Anscheinend funktioniert bei ihm die Lenkung nicht mehr richtig. Und dadurch landet er im Graben. Die Frage ist doch, wie ist er überhaupt so weit gekommen ohne richtige Lenkung? Echt krass. Bei der Nummer 7 sieht man, wie der Traktor seinen Anhänger verliert. Und das war wirklich knapper als knapp. Nach dieser Aktion wird er wahrscheinlich nie wieder auf die Autobahn fahren. Da hat er sich ein Trauma fürs Leben mitgenommen. Schöne Grüße gehen raus an Raphael der Norddeutsche, Andreas Zilling, Just49 und Melons. Danke für euren krassen Support, Freunde. Ihr seid wirklich die beste Community. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, eine Bewertung dazulassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.